Das ist die Geschichte vom roten Schaufel. Es war einmal, Es war einmal ein rotes Schaufel, das einem Buben sehr viel Spaß bereitete. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Lange Zeit. Und sie waren überall. Bis dann irgendwann ein gelbes Schaufel dahergekommen ist. Zu Hause in der Sandkiste. Das war neu, das hatte keine Kratzer. Ein Kübel hat es mitgebracht, 23 Liter Wasser. Und jetzt hat sich der Bub nur noch, oder fast nur noch, mit dem neuen, mit dem gelben Schaufel beschäftigt. Zwei Kätzchen haben es auch gehabt, die hat das Ganze nicht so sonderlich interessiert. Das rote Schaufel hat begonnen, die Kälte zu spüren. Die Kälte in der Sandkiste. Den Kätzchen war das egal, die haben die Kälte nicht gespürt. Die haben ihr Fressen gehabt und das hat ihnen genügt. Das rote Schaufel ist immer weiter zum Rand der Sandkiste getrieben und ist irgendwann überhaupt nur mehr dort verdreckt, fast nicht mehr erkennbar gegen. Den Kätzchen war das wurscht. Der Bub, der hat sich nur mehr mit dem gelben Schaufel, mit dem neuen, interessanten beschäftigt. Und die Kälte war immer mehr spürbar. Und doch irgendwo beim Rand, hinterm Rand, hat es Hoffnung gegeben. So ein Schimmer. Ein Hoffnungsschimmer. Was ist da hinter dem Rand? Hinter dem Rand der Sandkiste. Ist da irgendwas Interessantes, Neues, Wärmeres vielleicht sogar? Und dann ist ein zweiter Bub aufgetaucht. Da ist das rote Schaufel bereits am Rand gelegen. War schon bereit, runterzufallen. Und jetzt auf einmal, und die Kätzchen haben geschaut natürlich, was ist da? Und der Bub hat sich entrüstet, das ist mein Schaufel, was ist da los? Das ist, plötzlich ist ihm eingefallen, dass das rote Schaufel ja ihm gehört. Und er war dem zweiten Buben das neidig, dass sich der da intensiv beschäftigt. Plötzlich Besitzanspruch, obwohl ihm das Ganze ja eigentlich nicht interessiert, aber das ist wurscht. Für das rote Schaufel ist die Schneeschmelze eingebrochen. Wärme. Er hat sie, das rote Schaufel hat gespürt, der Bub hat Interesse. Der Bub empfindet irgendwas. Der Frühling ist gekommen für das rote Schaufel. Vogel zwitschern, viel Grün, Bienen, Summen, Käfer, Brummen und so weiter, das kennen wir ja alles. Und es hat das erste Mal seit langem wieder gespürt, Respekt. Jemand interessiert sich für es. Aber noch war der erste Bub da, der Besitzer. Der große Führer, der Dampflokführer, der vorgibt, wohin der Weg geht. Das rote Schaufel ist noch mitgefahren, unbeachtet irgendwo in einem Waggon. Aber es hat schon gewusst, es war die letzte Fahrt. Höchstwahrscheinlich war das die letzte. Immer nur drüber gefahren werden, immer nur unterbuttert werden, respektlos behandelt werden, eiskalt. Da muss mehr geben. Und es ist heruntergefallen, das rote Schaufel. Raus aus der Sandkiste. Und die Kätzchen, die waren natürlich böse auf den zweiten Buben. Und das gelbe Schaufel, das neue, hat es natürlich ausgenützt, hat sich reingedrängt. Ich bin jetzt da, ich bin der Ersatz fürs rote Schaufel. Ich kann alles besser. Aber selbst das gelbe Schaufel ist schon auf dem Weg, nur mehr ein Gegenstand zu werden. Das gelbe Schaufel weiß das noch nicht. Aber das rote Schaufel hat angefangen, fliegen zu lernen, außerhalb der Sandkiste. Es hat sich verändert, die Gestalt verändert und ist zu einem Schwan geworden. Frei, frische Luft.
alles von oben sehen, einen weiten Horizont wiederbekommen. Den hat sie schon mal gehabt, aber das ist lange her. Neues Erleben, Fliegen und Wärme spüren. Einfach Wärme. Dieser Schwan weiß, dass er geliebt wird, dass er geschätzt wird und mit Respekt behandelt. Manchmal denkt der Schwan noch zurück an früher, in die Anfangszeit mit dem damaligen Buben. Es hat schöne Zeiten gegeben, keine Frage. Aber immer mehr ist die Kälte eingebrochen und es war gar nicht so sehr eine Zeit lang das gelbe Schaufel, das sie da reingedrängt hat. Das, wie das dann gekommen ist, hat es gemerkt, ne, da ist eh nichts mehr. Da ist ja nichts mehr, das ist alles bereits tot. Aber jetzt sitzt der Schwan mit am Lagerfeuer, spürt die Wärme, und er spürt die Wärme von Liebe, von dem zweiten Buben. Es ist ein neues Leben für den Schwan. Gemeinsam fliegen, weit fliegen, Neues kennenlernen und vor allem der gegenseitige Respekt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Alles auf Augenhöhe. Liebe geben, Liebe nehmen, ohne zu hinterfragen, ohne nach irgendwelchen Gründen zu fragen. Einfach da sein für die andere, für den anderen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Manchmal kommen die Kätzchen noch, schauen nach dem roten Schaufel. Oh, ja, und verschwinden dann wieder. Der zweite Buben ist natürlich nach wie vor der Böse. Das ist einmal beschlossen worden, das haben wir damals beschlossen, gemeinsam. Der ist schuld an allem, dass das rote Schaufel aus der Sandkiste rausgefallen ist. Es ist zwar von selbst rausgefallen, aus freien Willen, aber das ist nicht wichtig. Wir haben einmal einen Schuldigen. Man muss einen Schuldigen haben für alles. Ohne einen Schuldigen funktioniert, glaube ich, keine Gesellschaft. Ein Schuldiger gibt eine Zielrichtung vor. Dorthin müssen wir, gegen den müssen wir. Der ist schuld an Pestcholera, für völlig wurscht. Arbeitslosigkeit. Aber den zweiten Buben und den Schwan interessiert das Ganze eigentlich nicht so. Sie leben ihr Leben gemeinsam in einer tief empfundenen Liebe, die vielleicht kitschig klingt für Außenstehende, aber wahnsinnig schön ist und die hält.